Hallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Hoppala. Ich habe hier einen frischen Tee. Und ich habe ein neues Mikrofon. Also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen anders klinge. Ich denke, es ist jetzt ein bisschen mehr der Realität nah als zuvor. Ich muss aber auch noch ein bisschen gucken. Ich denke, es ist jetzt erstmal so gut eingestellt, wie es geht. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir nachbessern müssen. Wir sind wieder in Tamriel zurück und gehen jetzt mal die gute Lyris befreien. Ja, ich habe jetzt irgendwie, es ist ein bisschen schwierig mit dem Online-Game. Ich habe jetzt schon sehr viel gespielt. Ich habe jetzt inzwischen auch ein Kumpel von mir, der ist jetzt auch mit dazugekommen. Dem haben wir jetzt eine ganze Menge gemacht. Es wird jetzt nicht mehr allzu viele Videos geben, weil nächste Woche kommt Atlas Fallen raus. Und ich hoffe wirklich, dass es gut und dass mir das Spaß macht. Denn das möchte ich gerne zocken. Auch mit euch natürlich. Es kommt am 10. August raus und insofern werden wir mal gucken. Ich werde jetzt am Wochenende hier noch ein bisschen aufnehmen oder wieder die Zeit damit vertrödeln, in irgendwelche Gilden einzutreten oder mit dem Cory zu zweit Gruppenquests zu machen. Wir werden es sehen. Also dann schauen wir mal um. Es ist schön, euch wiederzusehen. Und ich sehe euch auf meine ganz eigene Art und Weise. Ihr seid eine Wunde in der Zeit, ein Riss in der Wirklichkeit, der gar nicht existieren sollte und der nicht lange anhalten wird. Warum Das sprichst du in Schicksal Rätseln? spricht in Rätseln. Euer Schicksal wurde schon vor langer Zeit in den Schriftrollen festgehalten. Es ist mit dem Schicksal der fünf Gefährten verwoben. Ich habe endlich Lyris Titanenkind in Kalthafen gefunden. Okay, ist sie in Sie Sicherheit? arbeitet unter der Knute des großen Täuschers Molag Bal in einer schrecklichen Schmiede. Ihre Seele ist in großer Gefahr. Oh Ihr müsst zu nein. ihr gehen. Ich kann ein Tor in dieses finstere Reich erscheinen lassen, doch ihr müsst euch sputen. Öffnet das Tor, ich werde Seid Lyris vorsichtig retten. in Molag Bals Reich. Ihr seid wichtig. So sagen es die Schriftrollen. Ich bin wichtig. Was ist Lyris zugestoßen, nachdem wir aus Kalthafen entkommen sind? Nachdem Lyris meinen Platz im wehklagenden Kerker einnahm, damit wir entkommen konnten, brachten die Daedra sie in die Gießerei des Leids. Es ist ein Ort der Qualen und der Verzweiflung. Sie arbeitet ohne Unterlass und stellt Waffen für den Feind her. Wie könnt ihr das wissen? Der Gott der Intrigen ist während meiner Gefangenschaft oft in meinen Geist eingedrungen. Es war eine qualvolle Erfahrung. Doch indem er sich in meinen Geist zwang, hat er aus Versehen auch seinen Geist für mich geöffnet und so eine Schwachstelle in seiner Rüstung offenbart. Okay, was meint ihr? Wir sind miteinander verbunden, er und ich. Mit etwas Konzentration kann ich durch seine Augen blicken. Er spürt meine Anwesenheit und sie erfüllt ihn mit Wut. Wenn ihr die Gießerei betretet, um Lyris zu retten, kann ich seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Er wird blind sein für euch, zumindest eine Zeit lang. Ist das nicht Es könnte gefährlich? eine sehr viel größere Gefahr für euch darstellen, Kalthafen ohne diese Ablenkung zu betreten. Es ist Molag Bals Reich und seine Macht dort ist groß. Ich werde versuchen, ihn auf diese Weise abzulenken, wann immer ihr dorthin reist. Okay, na dann lebt wohl. Ach so. Ich hätte jetzt noch eine Weile angestarrt. Spricht mit Lyris. Ja, wo ist sie denn, die Gute? Ach du, ich hätte mal vorher sollen mein Inventar leer machen. Mist. Naja, schauen wir mal. Mit Lyris soll ich sprechen. Da hinten ist sie. Hier war doch gerade so ein Wächter. Autsch.
Okay. Hier ist doch auch noch einer gewesen, da. Das Gute an diesen Quests ist, dass das Solo-Aufgaben sind. Also hier sind nicht tausende Spieler unterwegs. Okay. Der Stab ist auch neu für mich. Der absorbiert Magie, macht Magieschaden. Müssen wir mal gucken, wie weit wir damit kommen. Stahl. Hm. Handwerkszeug, das läuft bei mir ja Gott sei Dank nicht ins Inventar. Höheres Mensch. Ihr seid am Leben. Na klar. Seid ihr wirklich hier oder ist das wieder ein Trick? Ich bin es, der Prophet hat mich geschickt, um euch zu finden. Dann ist er noch am Leben, den Göttern sei Dank. Aber ihr könnt nicht bleiben. Ihr müsst gehen, bevor sie euch hier finden. Ich werde nicht ohne euch gehen. Ihr versteht das nicht. Sie haben etwas mit mir gemacht. Ich kann nicht weg. Was meint ihr? Es ist schwer zu beschreiben. Meine Erinnerungen, meine Gefühle, sie wurden zerschlagen, auseinandergerissen. Und all die Bruchstücke wurden in verschiedenen Teilen der Gießerei eingeschlossen. Dann werden wir sie finden. Ich habe es versucht. Die Daedra haben mir alles genommen, meine Willenskraft, meinen Mut, mein Selbstempfinden. Ich bin eine leere Hülle. Ach, Lyris. Die Fragmente sind Spiegelungen meiner schlimmsten Ängste und meiner schmerzhaftesten Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass ich mich ihnen stellen kann. Komm, ich helfe dir. Ich werde mein Bestes tun. Na klar. Geht voran. Voran, wohin? Gibt's hier irgendwie... Geht irgendwo Weg hoch und schmaler. Ist hier noch irgendein Bösewicht? Nee. Diese verlorenen Seelen sind sich ihrer Menschlichkeit kaum bewusst. Die Wachen schlagen sie nicht einmal mehr. Ach, den habe ich nicht gesehen. Ich habe mich so auf die von an der Tür konzentriert. Der macht schon ordentlich Schaden, dieser Stab. Es ist nur ungewohnt. So. Du hast schon deine Kräfte. Okay, wo sind wir jetzt hier? Es sieht aus wie das Zuhause meiner Kindheit. Die Gräber meiner Eltern. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Mein Vater war kühl, kalt. Ich denke, er gab mir die Schuld am Tod meiner Mutter. Mit 16 rannte ich weg, um Söldner zu werden. Ich habe meinen Vater niemals wiedergesehen. Wow. Ich hörte, er wurde von einem alten Feind ermordet. Vater? Papa? Bist du es? Blutet, ihr Schwein! Sterbt wie das Monster, das ihr seid! Ihr Verstand und eure Seele gehören schon uns! Brecht eure armselige Rettung ab! Das war falsch. Ich wollte echt dahin. Mein Gott, jetzt stirb doch endlich mal. Was ist schlimm mit dir? Ich soll mit ihm reden, nicht die Lyris. Okay. Wer seid ihr? Warum ist Lyris an eurer Seite? Ich bin hier, um Lyris zu helfen. Wer seid ihr? Im Leben war ich Gjalda, der Vater von Lyris. Mein Geist wurde aus seiner Ruhe gerissen und an diesen üblen Ort gebracht. Die Daedra zwangen mich, den Mord an mir immer und immer wieder zu durchleben. Ich dachte, meine Qualen würden niemals enden.
Sie missbrauchen euch, um Lyris hier zu halten. Lyris war immer ein Freigeist. Warum sollte meine Anwesenheit sie hier binden? Sie gibt sich selbst die Schuld für euren Tod. Lyris, ist das wahr, Kind? Du warst immer so kalt, so unnahbar. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Lyris, schau mich an. Das Blut der Riesen fließt durch meine Adern. Deine Mutter war eine Nord. Ich gab ihr meinen Samen, ohne einen Gedanken an ihre Sicherheit zu verschwenden. Deshalb starb sie. Nicht wegen dir, Kind. Wegen mir. Ich dachte, du gibst mir die Schuld. Du konntest mich nicht einmal anschauen, Papa. Verstehst du es nicht? Wenn ich dich ansah, sah ich ihr Gesicht. Ich liebte sie, Kind. Genau wie dich. Mehr als das Leben. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und sollten auch nicht an ihr festhalten. Diese Gefühle dürfen dich nicht verfolgen. Lass sie los. Lass mich los. Ich liebe dich auch, Papa. Schlaf jetzt. Ruhe in Frieden. Er ist fort. Los, verschwinden wir von hier. Ja, was so ein bisschen Reden ändern kann. Schon faszinierend. Dieser Ort ist ein Labyrinth der Hoffnungslosigkeit. Gebaut, um das Elend der hier Arbeitenden zu verschlimmern. Kaiserliches Lager. Vorsichtig! Haltet euren Kopf unten! Okay. Hier ist was. Ist hier irgendjemand? Eigentlich ist hier jemand, aber ich sehe gerade niemanden. Gehen trotzdem mal hier hinten lang. Hier ist irgendwas. Ich glaube, wir müssen hier ihre Rüstung finden. Da sind sie. Okay. Habt ihr alle Teile bekommen? Ja. Ich habe sie überall im Lager in den Truhen versteckt. Ich wette, diesmal lässt der Kommandant sie 50 Runden laufen. 50? Hoffen wir, dass diese Bestie ausgepeitscht wird. Gut. Wieder an die Arbeit. Benehmt euch natürlich. Ja, benehmt euch natürlich, was auch immer das sein mag. Achso, sich natürlich benehmen heißt, die sitzen da rum. Die sitzen aber so beschissen, dass ich mich nicht an die ranschleichen und die abmeucheln kann. Ich bin nämlich neuerdings eine Meuchelmörderin. Der geht da weg. Wie geht's denn doch? Das macht sie nicht? Warum nicht? Niemand will. Mist. Okay. Ja, ja, wer ist hier erbärmlich? Da war noch ein Dritter, ist ja hinter. Sie ist ganz alleine. Sie ist nicht alleine, ich bin bei ihr. So, guck mal, hier ist noch was. Habt ihr etwas gefunden? Ich glaube, die Rüstung gehört euch. Ich kann es kaum glauben. Diese Rüstung gehört zu mir. Sie macht aus, was ich bin. Ein Krieger ohne Rüstung ist wie ein Bär ohne Krallen. Zieht sie an. Ich warte so lange. Hervorragend. Ich bin bereit. Das ging fix. Siehst du wieder aus wie die alte Lyris. Ich will hier nochmal gucken. Vielleicht noch irgendwas Interessantes gibt. Wasser. Brauch mal zum Trinkebräuen, aber ich bin aktuell erstmal Schreiner. Hier, kann man das essen? Nee. Okay. Dann gehen wir mal weiter.
Achtet auf eure Schritte. Der Bergbau hat diese Tunnel instabil werden lassen. Okay. Wie sie sie immer umboxt. Was hier? Hier ist nichts. Booster ist hier. Hier. Oh, mein Stab leuchtet ja sogar, dass ich eben erst. Wie cool ist das denn? Ab nur, Tarn, ihr verräterisches Schwein. Ich hätte hier mit euch rechnen sollen. Seid keine Narren, Titanenkind. Euer Hass macht euch mürbe. Krieger sind wie Stahl. Verlieren sie ihre Stärke, verlieren sie ihren Wert. Mir helfen? Ihr habt uns alle betrogen und dann wieder Manimarkos Stiefel geleckt, noch bevor sich der Rauch verzogen hatte. Ich tat, was ich tun musste. Und als Zeichen meiner guten Absichten habe ich ein Geschenk für euch. Aber passt auf, Kalthafen wird es nicht so einfach aufgeben. Ist das Baishors Knochen? Das ist sie. Entseelte, das ist meine Streitaxt. Na dann, hau rein. Ey. Aua. Halten. Ja. Sag mal, jetzt aber. Hartnäckiges Biest. Noch was? Untersuchen. Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Dürstet es euch nach dädrischem Blut, alte Freundin? Na, bestimmt doch. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Hier, glaube ich. Hä? Ich glaube, die muss das hier irgendwie zerschlagen. Warte mal, ich muss mit ihr reden. Meine Axt! Es fühlt sich gut an, sie zurückzuhaben. Sie ist ein Teil von mir. Sie zu verlieren, war wie einen Arm zu verlieren. Warum sollte Tarn und versuchen, euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich traue ihm nicht und das werde ich auch nie. Aber es ist seltsam. Der blinde Hass, den ich verspürte, als ich ihn sah. Ich hätte ihn mit bloßen Händen erwürgen können. Aber jetzt, ich denke, er hatte recht. Dieser Hass vergiftete mich. Tja, wie fühlt ihr euch jetzt? Besser, stärker. Fast wieder ganz. Ist das nicht seltsam? Ich fühle mich mächtig genug, um es mit Umaril dem Ungefiederten aufzunehmen. Ich fühle mich wieder wie eine Kriegerin. Was kommt als nächstes? Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weiter vorrücken. Der Durchgang wird durch einen Erdrutsch blockiert. Aber da ich jetzt meine Axt zurück habe, komme ich vielleicht da durch. Versuchen wir es. Bleib zurück. Kein verdammter Haufen Steine wird mich jetzt aufhalten.
Okay, na dann. Okay, was ist denn das für ein Dicky? So viele dädrische Bestien, so wenig Zeit. Wir müssen uns beeilen. Oh, die wechselt ständig die Anvisierung. Das haben wir verschwendet. War viel zu spät. Oh, das Ding ist noch an. Sorry. Jetzt wird es ein bisschen weniger. Oh. Noch so ein Dickerchen. Da sitzt doch noch einer. Was? Läuft der zurück? Wieso? So, nämlich. Okay. So, die sind, glaube ich, nicht angriffslustig. Aber hier schleichen wieder welche rum, die es sind. Habt ihr das gehört? Das klang wie... Nein, das kann nicht sein. Ich habe nicht gehört. Was hast denn du gehört? Tasten gehört. Ich kann nicht mit ihr reden. Okay. Was ist das hier? Das ist Abnortan, oder? Ach nee, Seisahan. Lyris. Lyris. Ich nicht? Kann euch sehen. Da hinten? Seid ihr wirklich da? Sei, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Komm mal her, Lyris. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich. Sie wollen das Amulett der Könige. Wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sei, ihr müsst durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sei? Sei! Wieso bleibt denn die da hinten stehen? Ist das ein Bug? Lyris, komm mal her. Was machst du denn da hinten? Wir müssen doch, glaube ich, eh hier durch. Das war kein Trick. Das war Sai Sahan. Ein Freund von dir, wa? Geht's euch gut? Sai ist ein Freund. Vielleicht mein bester Freund. Wir müssen ihn suchen und da herausholen. Das machen wir. Es muss einen Weg geben, um herauszufinden, wo sie ihn festhalten. Wir müssen dem Propheten hiervon erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber erst müssen wir einen Weg hier rausfinden. Es kümmert mich nicht, was sie uns sonst noch entgegenwerfen. Nichts wird mich daran hindern, Zeit zu helfen. Okay, los geht's. Untersuch die Kammer.
Okay, gibt es hier sonst noch was? Sieht nicht so aus. Da sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen. Was ist hier? Ist doch auch eine Tür hier, oder? Was ist das Dusch da hier? Hier gibt es, glaube ich, jetzt auch wieder genau Wachen. So, wie sieht es hier aus? Ah, wir haben noch ein bisschen. Okay. Okay, es ist hier nur so eine Nische. Alles mitnehmen, was sich uns hier bietet. Was schniefst du? Das ist bestimmt noch mal eine Wache. Nee. Ist ja seltsam. So, Schmelztiegel des Schreckens. Das klingt doch atemberaubend. Okay, Kisten. Etwas stimmt hier nicht. Die ganzen Zweifel, die Angst, die Einsamkeit. Es kommt alles zurück. Ich muss es bekämpfen. Gehen wir. Augenblick. Jetzt können wir. Für Geräusche. Da hinten. Klingt nach schweren Ketten. Ganz schön laut. Manifestation des Schreckens. Mich verhöhnt. Okay. Als ob ich mich aus der Ferne betrachtet hätte. Ich fühlte mich abgeschnitten. Aber jetzt fühle ich mich so gut wie seit Jahren nicht mehr. Als okay. Ob ich wiedergeboren wäre. Sehr schön. Und das verdanke ich alles euch. Nee, dir selbst. Dann verschwinden wir von hier. Wir müssen erst Zahl retten. Und dann die Welt. So, dann muss ich ja noch mal gucken, ob es hier noch was gibt. Oh, ist das laut hier? Komm, wir gehen. Was ein Krach! Schnell weg! Tschüss!
Lyris Kind, geht es euch gut? Ja, Prophet, mir geht es gut. Die Entseelte hat meinen Verstand von der Kontrolle des Daedra befreit. Den Göttlichen sei Dank. Euer Verlust hätte alles ins Chaos gestürzt. Sie werden mich nicht noch einmal holen. Zumindest nicht lebend. Prophet, Mani Marco hat Saisahan gefangen genommen. Er foltert ihn, um herauszufinden, wo das Amulett der Könige versteckt ist. Wir müssen ihn retten. Eieiei. Ihr habt Lyris zurückgebracht. Und dann auch noch fast in einem Stück, soweit ich das sehen kann. Sie hat viel durchgemacht. Und sie wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Man verlässt einen solchen Ort nicht ohne Narben. Wir haben eine Projektion von Saisahan gesehen. Er sprach zu uns. Was hat er denn gesagt? Hat Sai euch gesagt, wo er festgehalten wird? Er wusste es nicht. Dann müssen wir ihn finden, bevor Mani Marco ihn zwingen kann, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Wir haben auch Abnotan gesehen. Er hat versucht, Lyris zu helfen. Hat er das? Ich dachte, er hätte sich fest mit Mani Marco und dessen Wurmkult verbündet. Höchst sonderbar. Mhm. Saisahan sagte, dass Mani Marco das Amulett des der Könige will. Warum? Wie ihr in meinen Visionen gesehen habt, hat der Missbrauch des Amuletts ein Loch in die Barriere gerissen, die Tamriel vor dem Reich des Vergessens schützt. Dieser Schaden muss behoben werden und das Amulett ist der Schlüssel dazu. Doch um das Amulett zu finden, müssen wir erst Saisahan ausfindig machen. Okay, wie kann ich helfen? Fürs Erste müsst ihr mich meiner Meditation überlassen. Ich muss mich darauf konzentrieren, Saisahan ausfindig zu machen. Bis dahin gebt euch dem Unwissbaren hin. Die Wassertropfen erkennen einander nicht als Fluss. Und doch fließt der Fluss weiter. Noch eine letzte Sache. Warum hat Molagbal Lyris überhaupt eine Fluchtmöglichkeit gelassen? Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines daedrischen Fürsten durchschauen? Ich brauche später eure Hilfe, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Gehabt euch wohl, Entseelte. Gehabt dich ebenfalls wohl. Ihr habt mich aus den Gruben des Vergessens emporgezogen. Ich stehe bei euch in einer Ehrenschuld, Kleine. Und eine Titanenkind begleicht immer ihre Schulden. Wie war es in der Gießerei? Es ist ein grässlicher Ort. Ein Hort der Feiglinge, Verräter und verlorenen Seelen. Und der Daedra, ihre elenden Zauber schändeten meinen Geist. Sie zwangen mich, an mir selbst zu zweifeln. Mich meinem eigenen Willen zu widersetzen. Dafür werden sie bezahlen. Teuer bezahlen. Was ist unser weiteres Vorgehen? Nach dem Seelenbruch ist einer der fünf, Saisahan, mit dem Amulett der Könige geflohen. Laut des Propheten ist es das einzige Objekt überhaupt, das den Riss im Schleier zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens schließen kann. Wie kann das Amulett das tun? Ich bin keine Magierin. Ich bin eine Kriegerin. Ich kenne mich mit solchen Dingen nicht aus. Ich bin geschickt im Umgang mit der Klinge, wie Mani Marco feststellen wird, wenn ich ihm den Kopf von den schmalen Schultern schlage. Werdet ihr zurechtkommen? Ja, ich komme schon zurecht. Jetzt. Ich weiß, das klingt seltsam, aber ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich hatte Vertrauen in euch. Das habe ich immer noch. Ich hoffe, wir können gute Freunde sein. Das sind wir doch schon, liebe Lyris. Mach's gut. Okay, gibt's ein neues Buch? Chroniken der fünf Gefährten. Okay. Na dann, bis bald. Tschüss. Was liegt hier noch was? Nee. Ja. Das heißt, als nächstes werden wir wohl den Saisahan retten gehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Eieiei. So ein Getöse. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Und mal gucken, ob es noch eine Folge gibt. Ansonsten sehen wir uns in Atlas Fallen irgendwie Ende nächster Woche. Es kommt, wie gesagt, am 10. raus. Was ist denn das für ein Wochentag? Mal schauen. Ist der Donnerstag? Ja, dann werde ich wohl erst am Wochenende anfangen, Videos hochzuladen.
Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Lasst euch gut gehen. Genießt den Sommer, insofern er bei euch ohne Regen aktuell abläuft. Und ansonsten genießt die Zeit vorm Rechner, so wie ich. Macht's gut. Bye, bye.